So, jetzt hat er abgeschaltet, aber wir haben unsere Spannung noch da. Kriegen wir hier einen Inselwechselrichter angeschlossen bei dem Growatt-Noah-Speicher für Balkonkraftwerke? Dieser Anschluss ist normalerweise dafür da, um den Speicher zu erweitern. Du kaufst dir einfach einen zweiten und der wird hier einfach draufgesteckt und du hast die doppelte Kapazität. Wir haben hier hinten Anschluss für insgesamt vier Solarmodule und den Anschluss für deinen Balkonkraftwerkwechselrichter. Das Gute bei diesem System ist, wenn du dir einen zweiten Akku holst, hast du insgesamt 4 Kilowattstunden und kannst insgesamt 8 Module anschließen. Zuerst messen wir, was für eine Spannung wir haben. Okay, 53 Volt. Okay, Leute, 53 Volt. Also brauchen wir jetzt einen Inselwechselrichter, der aus 53 Volt 230 Volt macht. Ich habe hier den Victron Phoenix Wechselrichter 48 Volt. Wenn wir uns hier den Eingangsspannungsbereich anschauen, sehen wir 36 Volt bis 62 Volt. Das heißt, unsere 53 Volt sind hier genau drin. Probieren wir das doch mal aus, ob es funktioniert. Ich habe mir hier ein Kabel gemacht, plus minus mit dem passenden Gegenstück. Und das stecke ich jetzt mal hier rein. Ja, komm schon. So, diese beiden Kabel gehen jetzt in den Wechselrichter rein. Plus minus. Ich schalte den Wechselrichter jetzt ein. Okay, LED leuchtet schon mal. Und ja, das sieht gut aus. Wir haben hier 230 Volt. Was ich hier tue, ist vom Hersteller so nicht vorgesehen. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, riskierst du die Garantie deiner Geräte und du kannst dein Haus auch abfackeln. Okay, Leute, 230 Volt haben wir schon mal. Und jetzt testen wir, wie viel Leistung aus diesem Stecker rauskommt. Wir haben dazu absolut keine Daten, welcher Strom, welche Spannung, welche Leistung da durchfließt. Also nochmal, alles auf eigene Gefahr. Ich habe hier ein regelbares Netzteil eingeschlossen. So können wir langsam mit der Leistung hochfahren. Ich schalte das Netzteil jetzt ein. Wir haben hier 43 Volt, 1,2 Ampere und aus unserem Wechselrichter 230 Volt kommen 70 Watt raus. Das sieht schon mal gut aus. Ich gehe jetzt mal mit der Leistung hier hoch und wir schauen, was passiert. Geht unser Gerät kaputt? Geht irgendetwas in die Schutzschaltung rein? 80 Watt. Ich gehe mal höher. 100 Watt. Okay, jetzt höre ich den Lüfter vom Netzteil. 100 Watt. 120 Watt. 130 Watt. 150 Watt. Ja, das sieht doch gut aus. 200 Watt. So, ich gehe noch mal höher. Ja, wir sind leider hier vom Netzteil begrenzt. Ich habe hier nur ein 375 Watt Netzteil. Aber schau mal hier. 230 Watt. Die scheinen stabil zu laufen. Ich gehe noch mal höher. 240. 260, 270 Watt. Okay, jetzt sind wir bei 300 Watt. Watt, Leute. Wir haben hier 300 Watt. Das sieht doch gut aus. Jetzt in diesem Moment hat es abgeschaltet. Okay, der Wechselrichter ist wieder da. Ich bin mir jetzt nicht sicher, liegt das am Wechselrichter oder an dem Noah, der hier über diesen Stecker nicht genügend Leistung bringen kann. Aber das finden wir jetzt raus. Ich bringe ihn nochmal zum Abschalten. So, 312, 305, 330. Okay, jetzt hat er abgeschaltet. Dann messen wir schnell die Spannung. Denn wenn der Noah abgeschaltet hat, dann dürften wir hier keine Spannung messen. Ich hoffe, ich kriege das hin, bevor er wieder einschaltet. Zack.
Nee, das scheint. Oder warte mal, ist das Netzteil jetzt? Oh, sorry, Leute. Ich schalte das Netzteil nochmal an. Nee, wir haben 53 Watt. Volt. Okay, aber jetzt ist das Netzteil wieder da. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Wir warten, bis der abschaltet. So, jetzt hat er abgeschaltet. Aber wir haben unsere Spannung noch da. Wir haben unsere Spannung noch da. Das heißt, dass der NOAH-Speicher nicht abschaltet, sondern das Victron-Netzteil. Ja, das ist zu schwach. Ich werde das Ganze nochmal mit einem größeren Wechselrichter austesten und dann schauen wir, wie viel Leistung wir maximal aus diesem Stecker ziehen können, bevor wir den Grohwattspeicher zerschießen. Aber selbst wenn wir bei 300 Watt sind, so eine LED-Lampe, um Tomaten anzubauen, verbraucht, glaube ich, nicht mehr. Ja, ein richtig geiles Setup. Mit zwei Speichern haben wir insgesamt 4 Kilowattstunden, Anschluss bis zu insgesamt 8 Solarmodule. Und wir haben hier den Anschluss für unser Balkonkraftwerk. Genau 5 von diesen Sets bekommen wir in den nächsten Tagen rein. Wir haben hier 8 Solarmodule, 2 NOAH-Speicher, Wechselrichter für 1.650 Euro. Das Ganze gilt natürlich nicht als Balkonkraftwerk, weil wir hier über 2000 Watt PV-Leistung kommen. Aber wenn du daraus zwei Anlagen machst und mit einem zweiten Wechselrichter, dann gilt das natürlich als Balkonkraftwerk. Pro Haushalt dann natürlich eine Anlage. Bei Interesse und weiteren Infos schick mir an diese Telefonnummer eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt Hashtag 3240. Genau so wie es hier steht, nicht mehr, nicht weniger, und du bekommst weitere Infos zugeschickt.